Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Extra Sakte Fallout 4. Hier mit der Maya Müller am Start und der netten Piper. Hallo Piper. Gut, wir sind dabei, jetzt ja mal hier die Vault zu öffnen. Offenbar funktioniert so einigermaßen. Aha. Okay. Zugriff genehmigt und einmal aktivieren. Und die Frage ist natürlich, was wird uns dahinter erwarten? Hoppala, ich baller hier schon wieder rum. Die Frage ist, ob der auch gleich aufgebaut ist. Nochmal, ich hasse es, wenn die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du das, Skinny? Tada! Nee, Skinny ist das nicht. Was? Aber da ist jemand. Wärst du mal bitte so freundlich und könntest den ranlocken? Puh, ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Ja, du bist total überdreht. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ja, ich weiß, dass wir hier nicht allein sind. Und, da bist du ja. Schön, dass du da so vorläufst. Will ich mir jetzt schon Sachen ein? Was zum... Er sieht ein bisschen aus wie hier der Typ aus, Weg. Star Wars. So. Na, komm mal her. Du ballerst da schon auf den rum. Es ist sehr toll, dass du auf den rum ballerst, aber ich... Zeig mal, was du drauf hast, Pöppchen! Hier Gebrüll, wenig Gehirn, was? Ich dich nur noch rot! Na, oh Gott, das war jetzt zu knipplig. Mal reloaden. Komm schon. Wo ist der Junge her? Erbärmlich. Ja, das ist voll ätzend. Geht der weg oder was? Wo ist der hin? Jetzt bin ich wütend. Aha, da ist er doch. Haben wir den ausgeschaltet? Könnte fast so sein. Aber da sind noch mehr Targets. Okay. Du willst schon gehen? Ich hatte gerade angefangen. Freigefaltete US-Flagge. Nee, die wollen wir nicht haben. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was finden. Jede Sekunde, die du dich versteckst, werde ich nur wütender. Schlüssel erforderlich. Bekomme ich nicht auf. Okay, dafür wird es einen Schlüssel geben. Oh, ich werde dich schon finden. Freu dich auf deinen Sarg. Verdammt, hab die Spur verloren. Ah, fuck! Nimmer wiedersehen. So, den haben wir. Das ging jetzt ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Okay, so, was haben wir denn da? Öffne die Schiebetür. Okay, wollen wir mal schauen. Nix. Gasflaschen. Das sieht so ähnlich wirklich aus wie die Vault, aus der wir kommen. Da hätten wir auch nochmal einen Vault-Anzug aus 114. Nehmen wir mal mit. Vielleicht haben wir dann nachher 100 noch was Vaults dabei. Red Away. Mhm. Maddox. Dann haben wir hier nochmal ein Terminal. Eigentum von Vortec. Vertraulich. Willkommen Mitarbeiter. Nur für Wissenschaftsabteilung. Ich habe schon fast die Vermutung. Nach 4 Monaten Vorarbeitung. Bislang diese neueste Umgebung. Ah, die ist ein bisschen anderer Text. Mhm. Beobachtung, sie war. Mal rein und verschicken. Müsste wäre bei dieser Grund. Okay.
Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was hier für die hier ist. Mhm. Sozialwissenschaftsabteilung. Aha. Gut. Aha. Okay. Wir wollen Lux das Macht nehmen, wir saßen. Was zur Hölle machen die denn hier insgesamt? Ja, mal sehen. Was haben wir da? Gut erhaltenes Zigarettenpack hier. Nehmen wir das mal mit. Das könnte vielleicht Geld wert sein. Hier sind nochmal Anzüge. Einen haben wir schon mal davon. Und dann geht es mal hier lang. Mal immer so ein bisschen umschauen, falls wir irgendwas hier sehen. Aufbereitetes Wasser. Ja, das nehmen wir gerne mit. Gibt auch noch mal ein paar HP. Okay, das geht dann da runter. Eine Aluminium Dose. Versteckt halten. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Ja. So funktioniert das. Hier scheint aber nicht viel zu sein. Okay, was war da drin? Nichts, nur ein Spind. Okay. Was war das? Genau, geh mal ruhig dahin, junge Dame. Was? Ja, jetzt lungern wir hier. Es ist die Lungerfolge. Hat aber nichts mit Lungenhaché zu tun. Wer hat das Licht ausgemacht? Was war das? Hey, mal, was sind du hier? Drauf hast, Köpfchen. War das alles? Das war's dann wohl. Oh, den hat's erwischt. Der andere liegt auch da. Okay. So klappt das anscheinend besser. So klappt das besser. So, haben wir. Schwere Millimeterpistole. Wir nehmen die Muni nur mit. Da wäre dann der nächste Ganges, wo wir hin müssen. Nix. Ah, ich will mal lieber gucken. Man weiß nicht, was man hier findet oder nicht findet. Okay, da vorne ist einer. Oh, ich werde dich finden. Wir sind hier nicht allein, Blue. Was? Es gibt Ärger. Wäre es doch gar nicht. Wo sind sie hin? Das weiß ich nicht, wo die hin sind. Nachschlag gefällig, was? Ich hoffe, der Typ kommt gleich nochmal hoch. Nee, da ist er. Du sollst mir aber nicht im Weg stehen bleiben. Oh, jetzt nicht nachladen. Jetzt nicht nachladen. Alter Falter. So, das sieht schon besser aus. Jetzt hat es natürlich unsere Rose Marie erwischt. Boah, ich schieße die ganze Zeit zu niedrig.
Okay, du willst einen Nahkampf. Sollst du kriegen. Ja. Hättest dich nicht mit uns anlegen sollen. Na komm. Na. Alter Falter, wie viel hält der denn aus? Das geht gar nicht. Und wie viel halte ich nur aus? Das geht aus Recht nicht. Boah, Panikmodus. Ist wohl noch nicht ganz erledigt, was? Nee, bin ich nicht, aber ich habe auch keine Lust, erledigt zu sein hier. Aha. Aha, jetzt habe ich mal mit Blocken gemacht. Mutterbeere. Zederholz, Baseballschläger. Nehmen wir mal mit. Schauen wir mal. Hilfsmittel. Leguan Leckerbissen. Ach scheiße, jetzt habe ich mich vergiftet mit Radiation. Das ist natürlich nicht so schön. Hallo, Miss Press. Da liegt ein Arm. Der ist nicht arm dran, der ist arm ab. Bringen wir es hinter uns, okay? Da bist du ja. So, den haben wir. Wie viel haben wir denn noch? Zwei Targets ungefähr. Zwei Targets noch, super. Silberteller, ach nee, den wollte ich nicht haben. Gut, reloaden wir mal. Wo sind hier Typen? Versteckst dich? Wie Pi Pau Fab? Was willst du fappen? Weiß der Typ wohl selber nicht? Wo sind die denn? Da unten ist keiner. Da ist keiner, da ist keiner. Ich schätze mal, die sind da unten irgendwo drin, ne? Heißt, wir... Ich werde dich schon finden. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass du mich finden wirst. Und das schneller als ich dich. So. Komm raus, dann mach ich schnell. Weg und komm nicht wieder. Das hier ist wie ein Friedhof für Ausgrabungsmaschinen. Ja, ein Friedhof für Ausgrabungsmaschinen. Das ist super, wa? Wir gehen mal hier runter. Okay, da haben wir nochmal eine Leiche. Kronkorken, Ditte, Nudelschale. Teetasse. Ich habe Teewasser gelesen. Das ist auch ein bisschen lustig, wenn man Dinge liest, die mir da gar nicht stehen. Nothing, nothing, nothing. Da der Typ drin. Ich weiß nicht, wo die Typen sind. Wir schleichen mal hier so ins Entlang. Was haben wir hier oben? Da hätten wir nochmal Blickfeld darauf. Aber ich glaube, wir müssen da rein, um dort weiterzukommen. Aber ich guck nochmal, ob wir hier irgendwas nochmal von Interesse finden. Ja, das sieht sehr... 7 Meter. 6 Meter. Okay. Hier ist der andere. Nothing, nothing, nothing. Oh, Kriegsgeld. Bilde ich mir jetzt schon Sachen ein? Die sind wohl über uns irgendwie. Oh. Müssen wir da reinspringen oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 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 jetzt. Ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht.
Ich bin total überdreht. Oh Mann. Schön, dass du total überdreht bist. Aber irgendwie müssen wir da wohl rein, wa? Ich muss mal gucken, ob ich nochmal die andere Tür jetzt aufkriege. Weil ich vielleicht was gelootet habe. Ich will ja nochmal gucken. Maschinenpistole, Drehfilzhut, da ist auch nichts. Nein. Nothing, nothing, nothing. Vor allen Dingen In-Perspektive brauche ich, danke. Ohne Ego-Perspektive bringt dieses Spiel nicht wirklich viel. Also für mich zumindest. Nix, nix, nix. Da haben wir alles hier gehabt. Dann gehen wir mal hier hoch. Dann gehen wir mal da hoch. Mutterbeere, weißer Teller und so weiter und so fort. Mhm. Dann ist ja die andere Seite. Boah. Da war nur der Eingang. Ja, ich denke, wir müssen wirklich dort rein. Ob wir wollen oder nicht. Wir müssen wohl da runterspringen. Das ist... Das missfällt mir. Das missfällt mir. Weil dann sind wir direkt da unten und... müssen gucken, wo halt was wir den anstellen können. Aber na gut. Also geht's runter. Ah. Weil da zeigt ja uns auch der Weg dahin, dass wir dahin müssen. Aber bevor wir das machen, werde ich mal schnell mal speichern. Speichern wir mal. Gut, einmal gespeichert. Und dann wollen wir mal gucken, was uns dort erwartet. Custom! Er ist in der Hölle! Das war euer letzter Fehler! Es ist besser gelaufen als erwartet. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Es ist besser gelaufen als erwartet. Ja, sie springt natürlich den kompletten Weg runter. Mensch, junge Dame. So, dann komme ich dir mal hinterher. Okay. Dann haben wir hier nochmal ein Voltec-Terminal. Gucken wir uns das mal an. Eigentum von Voltec. Vertrauliche Information. Mitarbeiter. Das scheint wieder der gleiche Text zu sein. Dann haben wir mal eine Haarklammerbox. Können wir immer gebrauchen. Dann eine rote Box mit Superkleber und Stoppenteil. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Welches Zeug? Den Bunker hier? Du setzt dich hin? Das ist ja mein Ding. Du setzt dich einfach hin. Umkorken. Ah, wir nehmen das ja mal mit. Nothing, nothing, nothing. Hier müssen wir hin. Machen wir mal das Vault öffnen. Oh, es wird nochmal geladen. Jetzt wird es nochmal dramatisch, denke ich. So, wir haben ein Radiosignal verloren. Wir sind jetzt richtig tief drinne hier. Schraubendreher, eine Sicherung. Ja, nehmen wir mal mit. Das ist aber auch ein sehr tiefer Vault hier dann jetzt, ne? Abraxo. Aufbereitetes Wasser. Das nehmen wir mit. Ich würde sogar sagen, einmal aufbereitetes Wasser können wir sogar trinken. Haben wir nämlich volle Hitzahl. Was haben wir hier? Eine Glühbirne, die nehmen wir mal mit. Auch das mal öffnen. Da vorne steht einer. Ja, lauf mal mitten ins Geschehen einfach rein. Das ist Dino. Wir haben den Dino gefunden. Ja, hast du gesehen? Ich habe auf den Dino geballert. Irgendwo ist ja der Dino unterwegs. Ja, wann? Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung, was für ein Geräusch das war. Die sind wohl weg.
Ich glaube nicht, dass die weg sind. Hast du das gesehen? Blue, wir haben Gesellschaft. Ja, ich weiß, dass wir Gesellschaft haben. Das ist Dino, genau. Das reloaden wir mal. Und Dino kriegt jetzt eins mit der richtigen Waffe verpasst. Vorausgesetzt, Dino will überhaupt. Also. Okay. Dino will nicht. Ja, ja. Bisschen Geduld. Dino, du bist gleich dran. Ich werde dich auslöschen. Ja. Dino steht ungünstig. Kaum bin ich irgendwo zu sehen, dann trifft er mich auch schon. Das ist doch nicht normal, oder? 47% Kopf, den nehmen wir. Dino hat's erwischt. Dino hat's erwischt. So, Piper, komm hoch. Ich glaube, die Ebene ist leer. Hier gab's nur Dino. Aufseher. Türpasswort. Patronen. Mündungsbremse mächtig. Okay, das nehmen wir mal mit. Ich würde mal sagen, wir probieren das sogar gleich mal aus. Kleidung, Waffen. Mächtig, da haben wir es. Feuerrate. Drücken wir mal auf. 5. Boah, sieht nett aus. Reloaden wir mal. Wir haben ja auch da richtig jetzt Munition dafür. Das heißt, das können wir mal richtig rausholzen. Und ich glaube, ich bin wieder überladen, oder? Bin überladen, oder? Oh ja, ich bin überladen. Was können wir denn wegschmeißen? Die Repetierpistole. Die Impro-Pistolen. Den Baseballschläger machen wir mal weg. Dann haben wir Schrott. Was können wir denn da wegmachen? Ein Schlosser haben wir, ja. Moortopf. Ein Silberteller. Da haben wir wesentlich wieder ein bisschen Geschwindigkeit, juhu. Mal gucken, was wir auf der Ebene haben. Dann gucken wir uns die andere Ebene an. Wir haben hier etwas Magram. Eine Glühbirne. Nix, nix, nix. Die bekomme ich so nicht auf. Nee, die kriege ich nicht auf. Es ist irgendwie schade, dass ich hier vieles einfach nicht aufkriege. Obwohl ich mich... Ich denke mal, so ein bisschen normal eigentlich spiele, aber irgendwie bin ich an Orten immer, wo ich nichts aufkriege. Warum auch immer. Da geht's noch weiter runter. Ich möchte erstmal nach oben gucken. Klammer, Klebeband, Sicherung. Jedenfalls immer gut. Nix, nix, nix. Auch. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Abgeschlossen. Finde Nick Valentine. Befreie Nick Valentine. Du musst das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Das Terminal hacken? Ach, das da. Gut, schauen wir mal nach. Passwort erforderlich. Nummer 10. Türsteuerung überbrücken. Nummer 10. Schauen wir mal.
Ihre Nummer ist 998. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Der Aufseher wird sich dann... Oh Gott. Überbrücken wir das mal. Manuelle Überbrückung eingeleitet. Tür wird geöffnet. Aha. Witzig. Da wird die Jungfrau in Not tatsächlich selbst zur Retterin. Aber die Frage ist doch, warum riskiert unsere Heldin so viel für einen alten Privatdetektiv? Der sieht etwas merkwürdig aus. Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend, aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte. Oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Ja, wir müssen hier raus. Das ist ja mal echt... Malones Leute hier waren früher kleine Gauner, die von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist. Aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Jo, das perfekte Versteck. Aber ich wollte mich doch gerade hier umschauen. So, also, wir haben hier nochmal eine Sprachwackelpuppe. Ja. Alle Henner haben dauerhaft 100 Kronkorken mehr zum Handeln. Ja. Cool. Cool, 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 cool. Ein OP-Tablett. Was haben wir denn hier noch? Nothing, nothing, nothing. Was haben wir hier? Vault-Tech. Mal gucken, was das Ding uns hier gibt hier. Willkommen Mitarbeiter. Ich glaube, das wird nur dieser einfache Willkommen Aufseher. Haha. Ich hoffe, der wächst das. Oh Mann, ey. Ein Einstellungsgespräch? Warte mal. Einmal ein Einstellungsgespräch, auch ein Einstellungsgespräch und ein Einstellungsgespräch. Die können wir uns auch über das Ding hier mal angucken. Inventar, Mods, diverses. Einstellungsgespräche. Vault-Tech Interview 3 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerber ist Benjamin Beasley. Mr. Beasley, wie würden Sie als Aufseher von Vault 114 einen Streit zwischen zwei Vault-Bewohnern schlichten? Naja, ich würde das Ganze an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Vorausgesetzt natürlich, dass keins der Anliegen gegen das Gesetz verstößt. Außerdem müssten sich natürlich bereits alle anderen Mitglieder des Vault-Bewohnerrats, den ich einführen werde, mit der Angelegenheit beschäftigt haben. Vault-Bewohnerrat, sagen Sie? Ja, natürlich. Leute brauchen eine Regierung. Sie sehnen sich danach. Ich glaube, es ist die Bürgerpflicht eines jeden anständigen Amerikaners zu... Ja, ich glaube, wir haben genug gehört. Vielen Dank für Ihre Zeit. Oh, so schnell? Nun, ich hoffe, ich werde bald von Ihnen hören. Ja, das werden Sie sicher. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Gehen unsere Verschwiegenheitsverpflichtung auszufüllen und zu unterschreiben. Ja, ich glaube, den Bewohnerrat wollten die nicht wirklich haben. Hören wir uns mal das nächste Band an. Dieses Vault-Tech Interview 21 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerberin ist Kimberly Weiss. Hallo, Mrs. Weiss.
Wie geht es Ihnen? Und darf ich kurz anmerken, was für eine große Ehre es ist, dass Sie mich überhaupt für die Position eines Aufsehers in Betracht ziehen? Seit ich als kleines Mädchen Regierung gespielt habe, träume ich davon, eines Tages die Gelegenheit zu bekommen, eine Gemeinschaft zu wahrer Größe zu führen. Meine Lehrer haben mir immer gesagt, dass ich Führungsqualitäten besitze. Und ohne mein Eingreifen als Vizepräsidentin des Schülerrats wäre der Kuchenverkauf bestimmt gescheitert. Allein der Gedanke, diese kleine Gruppe zu führen, ihnen einen besseren Weg zu zeigen, sie in eine glänzende Zukunft zu führen. Meine Güte, die Zeit ist schon vorbei. Tja. Was? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, ja, danke. Könnten Sie auf dem Weg nach draußen bitte den nächsten Kandidaten reinschicken? Oh, natürlich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Vorsitzende meines Debattierteams war? Ja, sehr schön. Danke. Ja, das haben sie wohl auch nicht ganz gesucht, sowas. So, einen haben wir noch. Den hören wir uns heute noch an. Dies ist Vault-Tec Interview 87. Für die Position des Aufsehers von Vault 114. Der Bewerber hat sich geweigert, seinen echten Namen zu nennen. Stattdessen hat er nur den Namen, Suppendosen-Harry angegeben. Ganz richtig, ich sag euch gar nichts. Mein Name ist mein Name. Und nicht der Rang und die Nummer, die mir die Regierung aufgedrückt hat. Faszinierend. Mr. M. Suppendose. Können Sie mir erklären, wieso Sie der Regierung nicht trauen? Ich habe gesehen, wozu die in der Lage sind. Halten die Arbeit mit jeder Menge Bürokratie auf, klauen einem jeden hart verdienten Cent aus der Tasche und verprassen das Geld dann für ihre Illuminaten-Freimaurer-Sexpartys. Ich bin ein freier Mann. Ich sollte so leben können, wie ich es für richtig halte. Die Straßen und Gassen und Müllcontainer wurden auch mit meinen Steuern bezahlt. Also schlafe ich, wo ich will. Sir, laut unseren Aufzeichnungen haben Sie seit Jahren keine Steuern mehr bezahlt. Ich habe gesehen, was auf der Rückseite von diesen Abraxo-Verpackungen steht. Nicht zum Verzehr geeignet? Sagt mir nicht, was ich machen soll. Ich esse, was ich will. Sir, Sie könnten der perfekte Kandidat für uns sein. Wie würde es Ihnen gefallen, der neue Aufseher von Vault 114 zu werden? Ich trage ganz bestimmt keine verfluchte Krawatte und auch keine Hose. Ja, der perfekte Mann für Vault 114, ja. Und wir sehen uns morgen wieder. Und da wollen wir mal gucken, wie es uns in der Vault 114 hier sozusagen weitergeht. In dem Sinne, ciao, ciao. Bye-bye und Cheerio.